Hallo liebe HT1-Zuseher, mein Name ist Kronlachner Herbert, ich bin der Pflichtbereichskommandant der Marktgemeinde Kemerton am Inbach und ich lade euch nun ein, einen Rundgang mit mir durch unser Feuerwehrhaus zu machen. Die Feuerwehr Kemerton am Inbach wurde 1884 aufgrund eines Dorfbrandes in Bubendorf gegründet. Zurzeit haben wir 72 Mitglieder inklusive der gemeinsamen Jugendgruppe mit der Feuerwehr Steinerkirchen am Inbach. Wir befinden uns hier in der Florianstation der Feuerwehr Kemerton am Inbach. Hier treffen die Alarmierungen der Landeswarnzentrale ein. Im Alarmfall ist unsere Florianstation von 1 bis 2 Kameraden besetzt. Neben den Brandeinsätzen sind wir Feuerwehren natürlich auch für den technischen Einsatz bzw. für Umwelteinsätze aller Art gerüstet und einsatzbereit. Hier im Spindraum rüsten sich unsere Einsatzkräfte mit ihrer persönlichen Schutzausrüstung aus, bevor es weitergeht in die Fahrzeughalle. Neben mir sehen Sie das Kommandofahrzeug, welches als mobile Einsatzleitstelle dient. Bestens gerüstet für die Einsätze sind wir hingegen mit unserem neuen Tanklöschfahrzeug, welches für die technischen Einsätze, für den Branddienst und für den Katastrophenhilfsdienst ausgerüstet ist. Dieses Fahrzeug werden wir uns nun näher ansehen. Hier im Geräteraum 1 ist das technische Equipment für den Verkehrsunfall untergebracht. Unerlässlich sind Spreizer und Schere, um verunglückte Personen aus demolierten Fahrzeugen zu befreien. Bei Einsätzen in der Nacht ist der dreh- und schwenkbare LED-Lichtmast, der uns eine punktgenaue Ausleuchtung der Einsatzstelle ermöglicht, eine wertvolle Hilfe. Hier im Mannschaftsraum sehen Sie die Atemschutzgeräte unserer Atemschutzträger sowie Wärmebildkamera und sonstiges Equipment, das für den Innenangriff benötigt wird. Wir befinden uns hier in der Atemschutzwerkstätte, wo die Geräte nach jedem Einsatz und Übung überprüft werden müssen. Atemschutzträger kommen nicht nur bei Brandeinsätzen, sondern auch bei Gefahrenstufaustritten zum Einsatz. Dieses erfordert eine laufende Schulung und Ausbildung der Träger. Zu diesem Zweck werden auch regelmäßig Übungen mit den Nachbarsfeuerwehren und anderen Einsatzorganisationen durchgeführt. Ein ganz besonderes Anliegen ist uns auch die gemeinsame Jugendarbeit mit der Feuerwehr Steinerkirchen. Das ganze Betreuerteam mit mittlerweile 9 Personen bemüht sich um 17 Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren, die sehr motiviert sind. Und das spiegelt sich auch bei uns in den letzten Jahren und den Erfolgen wider, wie Sie da neben mir sehen können. Nur einige Besonderheiten zu nennen: der gewonnene Bezirksbewerb zu Hause in der Heimatgemeinde und 2 dritte Ränge am Landesbewerb Oberösterreich. Uns ist es auch ein großes Anliegen, die Jugendlichen bestmöglich auf den Aktivstand vorzubereiten. Was uns heuer auch sehr freut, ist, dass wir 5 Mädchen in den Aktivstand begleiten können. So, liebe HT1-Zuseher, nun ist unser Rundgang beendet und ich hoffe, wir konnten Ihnen einen interessanten Einblick in die Tätigkeit der Freiwilligen Feuerwehr geben.